Indulgence by the Sea aus dem Hause Bunnahabhain und zwar vom Abfüller SMWS Scotch Malt Whisky Society bei Whisky Violence. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen in Indulgence by the Sea von Bunnahabhain, stelle ich euch heute vor. Jo, wenn ihr euch fragt, what the fuck, habe ich gar nicht mitbekommen. Bunna schmeißt ja viel, viel, viel ja, Flaschen auf den Markt, sage ich mal halt eben. Also gerade so auch diese Limit-Bottling-Serie halt eben, gibt es da echt eine Menge, ne, was sie da so rausbringen. Aber nein, ihr habt nichts verpasst, außer ihr seid bei der SMWS. Und zwar nennt sich das Scotch Malt Whisky Society. Das ist ein, ja, nicht elitärer Club. Das wollte mir gerade so über die Lippen, aber das wollte ich damit nicht sagen. Nee, das ist ein Whisky Club, in dem praktisch jeder beitreten kann. Und ja, wenn ihr da beitretet, dann könnt ihr Single Cask Abfüllungen erwerben, unter anderem diesen hier. Das muss ich kurz erklären. Das Sample, wie gesagt, eine Flasche habe ich hier nicht stehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da ich nicht drin bin im Club, da könnt ihr andere YouTuber vielleicht mal ein bisschen verfolgen, weil es gibt einige, die da drin sind. Mich hat es bis jetzt noch nicht gereizt, vielleicht schon, aber noch nicht komplett überzeugt, dass ich da sage, okay, ich trete da ein. Aber deswegen umso cooler, dass ich euch das heute trotzdem mal vorstellen kann, auch wenn ich nicht drin bin. Und ja. So, erstmal das Vorwort. Und jetzt kommt praktisch meine Geschichte dazu. Den habe ich nämlich von dem Norman bekommen. Hey Norman, vielen Dank. Und zwar bei dem Blogger-Treffen im Mai, was wir hatten, haben wir praktisch noch ein kleines Büchlein gemacht. Und ja, er hat mir praktisch, ich habe, beziehungsweise er hat mich gezogen. Und ja, da hat er mir den mitgebracht. Finde ich auch sehr cool. Wie gesagt, ne, kommt man sonst nicht so ran. Indulgence by the Sea nennt sich das Ganze. Aus einem Refill-Ex-Bourbon-Barrel. Und ja, der hat 12 Jahre. Wurde für die False Ale, oder Ales, nee, False Ale, 2018 abgefüllt. Das ist praktisch dieses Whisky-Festival auf Islay halt eben. Und kommt mit 59,5% daher. Alles recht ordentlich. Alles, sag ich mal, von der Sache her. Schon nicht schlecht, klingt ziemlich lecker. Exklusive Sache, ja, Single Cask, ne? Hat leider auch seinen Preis. Der liegt. Ich kann auch jetzt nur von dem Preis ausgehen, den ich gerade in der Whisky Base gefunden habe. Da diese Sachen ja Single Cask-Geschichten sind und meistens schnell vergriffen sind. Da, wie gesagt, vom letzten Jahr, es würde wahrscheinlich auch schon weg sein. Und der Preis wird höher gegangen sein. Momentan, sprich im Was haben wir jetzt? September 2019 liegt über 160 Euro. Uff. Hart. Hart, hart, hart. Ja, kann ich nicht sagen, was der mal gekostet hat. Oder wo er mal eingestiegen ist vom Preis. Ich denke mal, unter 100 war er bestimmt nicht. Aber wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht war er auch viel günstiger und ja, da wendet euch mal an den Whisky Blabla, weil der hat die Flasche gekauft. Okay, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, ja, das alles ein bisschen weiter hinzustellen. Okay. Ja, ansonsten, die Scottish Malt Whisky Society wurde 1983, muss ich kurz lesen, 83 in Edinburgh gegründet. Wenn ihr da rein möchtet, ist für jeden frei, wäre so der Einstiegspreis praktisch 60 Pfund, was ihr da zahlt, und dann habt ihr die Mitgliedschaft und könnt praktisch Flaschen erwärmen. Das ist so dieser Grundpreis. Es gibt aber noch verschiedene Pakete. Ich will das jetzt auch gar nicht groß anpreisen, weil ich damit nichts zu tun habe. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr einfach mal schauen. Wie gesagt, gibt es dann eben verschiedene Kategorien, wo du dann noch eine Willkommensflasche dazu kriegst. Und je nachdem, was du dann wählst, kriegst du halt
Mehr, weniger, keine Ahnung, zahlt dann halt im Verhältnis halt eben natürlich weniger, ganz klar. Ja, aber Grundpreis ist 60 Pfund, erstmal so für euch, falls ihr daran Interesse habt. Jo, bevor wir jetzt anfangen, sage ich mal, warum ich zum Beispiel jetzt nicht, weil ich hätte natürlich die Gedanken, auch mal einzutreten, warum ich da nicht drin bin, ist eigentlich größtenteils folgender. Man muss sehr aktuell sein. Das heißt, es ist eine Zielgruppenabfüllung. Dementsprechend sind gute Abfüllungen dabei, die eben auch preislich, sage ich mal, sehr attraktiv sind. Erstmal schwierig ranzukommen, weil ich weiß nicht, wie viele tausend Mitglieder da drin sind. Weltweit, ne? Das kommt auch noch dazu. Bin ich der Meinung, also auf europaweit auf jeden Fall. Und da muss man erstmal rankommen an die Flaschen. Und man hat natürlich, sage ich mal, in dem Kopf irgendwie so eine Verankerung drin, dass man sagt, okay, ja, ich habe 60 Pfund gezahlt, ich muss ja auch was dafür kaufen, beziehungsweise will das ja irgendwo auch nutzen, ne? Weil sonst brauche ich das, oder keine Ahnung, vielleicht habe ich auch 100 Pfund bezahlt, je nachdem, was für ein Paket ich habe. Auf jeden Fall denkt man sich natürlich dann, okay, dann werde ich auch mir mal eine Flasche gönnen. Dadurch ist man natürlich in seinem Kaufverhalten etwas eingeschränkter, außer man hat einfach zu viel Geld und kann halt, sage ich mal, jeden Monat aus zig verschiedenen Geschäften bestellen. Nein, es ist halt eben, sage ich mal, man muss sich ja meistens schon entscheiden, was möchte ich mir jetzt wirklich kaufen. Und dann ist es halt begrenzt, weil natürlich meistens die Geschichten attraktiver wirken. Dazu kommt noch, was mich persönlich, also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, etwas abschreckt, sind diese, ja, Geschichten. Einmal A, das ist jetzt hier die Abfüllung SMBS 10.1. 4.1. Auf der Flasche werdet ihr keinen Namen finden. Das heißt, ihr wisst erstmal nicht, welche Brennerei dahinter steckt. Es besteht nur der Name drauf. Vielleicht kann man es ja so ein bisschen. Norman hat mir noch so ein kleines Bild hier drauf gedruckt. Man erkennt es natürlich wahrscheinlich nicht so toll. So sehen die Flaschen ungefähr aus. Was wollte ich sagen? Man erkennt natürlich nicht, was da drin ist. Das ist natürlich gewollt, ne? Das haben sie nicht vergessen, sondern. Die haben sich da schon was bei gedacht, dass man halt das Ganze eher beurteilt nach dem Namen. Klingt interessant, gucke ich mal nach. Ja, und dadurch sucht man das Ganze aus. Macht es für mich nur unnötig kompliziert, wenn ich ganz ehrlich. Auch wenn es ein interessanter Ansatz ist, überzeugt mich das noch nicht ganz. Und ein weiterer Punkt wäre bei mir auch noch, ich finde es einfach langweilig, weil es spricht ja erstmal nichts dagegen, dann da einzukaufen. Ich finde es einfach langweilig, auch wenn es natürlich verschiedene Brennereien sind, aber diese optische Geschichte mag den einen stören oder nicht. Mich stört es persönlich, wenn zum Beispiel mein ganzer Schrank voll wäre mit alles den gleichen Flaschen, optisch gesehen. Ne? Also ob da jetzt ein kleines Bundeslogo drauf, Logo drauf ist oder halt eben eine andere Nummer drauf steht, ja, das sieht erstmal optisch alles gleich aus, finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Ne? Das sind so Punkte. Auch wenn, wie gesagt, ich schon einige probiert habe, auch schon auf Messen. Und mich da eigentlich auch viel überzeugt hat, muss ich sagen. Und auch preis-leistungsmäßig fand ich sie ziemlich gut. Trotzdem, das Ganze hat eben dann abschreckt, da wirklich mal einzutreten. Vielleicht mache ich trotzdem mal einen Probemonat, aber ich glaube, wenn ich es machen würde, dann würde ich es auch wirklich nur für ein Jahr machen. Und das dann halt auch wieder sein lassen. Ne? Aber das muss man sich halt dann in naher Zukunft vielleicht nochmal überlegen. Okay, so, jetzt kommen wir mal zum Whisky. Viel geredet wieder. Ja, sorry. so, wir gucken mal. Ne? Sehr verhalten. Sehr verhalten. Also da kommen jetzt erstmal vom ersten Riecher noch fast gar nichts. Okay, jetzt ist es langsam da. Boah, so eine richtig schöne gelbe Apfelnote kommt da gleich so raus. Mit einer Süße. Mit einer sehr, sehr, sehr süßen, sag ich mal, so ein gelber Apfel, der wirklich schon fast matschig ist. So riecht es für mich als auf dem ersten. Der Alkohol hatte ich kurz in der Nase, ja, aber so ist ziemlich gut eingebunden für fast 60%. Erstmal.
kenne ja diese, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt seid, diese Bienenkerzen, also diese, es gibt Kerzen praktisch, die werden aus Bienenwachs hergestellt und wenn man die anzündet, dann haben die nochmal so ganz eigenen Geruch. Und so riecht es so ein bisschen, also es riecht so ein bisschen nach, also es ist kein Rauch, ne, aber nicht, dass ihr wegen der Kerze dran denkt. Also ein bisschen wachsig halt eben. Wachsig, so Bienenwachs, ja. Aber ist schon doch, jetzt wird er immer stärker. So ein bisschen Nougat-lastig halt eben auch. Also das ist eine schöne Süße, eine sehr, sehr interessante Süße halt eben auch mit drin, muss ich wirklich sagen. Mit 60% werde ich ihn nicht verkosten, nein. Bin ja immer eine kleine Memme. Nein, also wenn mir ein Whisky gleich sagt, da ist genug da zum Verdünnen und er auch in der Nase schon etwas straight ist halt eben, ne? Dann, ja, dann verdünne ich ihn halt gleich, ne? Ist kein Problem. Oh, viel angenehmer. Also jetzt kann ich auch meine Nase ein bisschen tiefer reinhalten und eben noch. Immer noch kräftig. Ich zeige euch mal die Farbe, weil ich ihn schon verdünnt habe. Sorry. Ja, ist ein Goldton, ne? Also schon kräftig, aber jetzt auch nicht überschwinglich, ne? So eine leichte, ja, man muss halt, ich bin ja wirklich ein Bonne-Herbe-Fan, muss ich wirklich sagen. Tolle Brennerei. Also so eine leichte Meeresbrise kommt mir dann doch nochmal in den Sinn irgendwo. Weil es ist halt einfach ein Küstenwhisky und es ist halt Islay, ne? Und egal, ob der Rauch hat oder nicht. Und ich finde, das merkt man den Whiskys immer an. Ne? Also auch wenn es jetzt nicht von Islay ist, zum Beispiel, auch wenn es jetzt ein, keine Ahnung, ein Arran ist und Talisker, die haben auch alle so einen gewissen, so ein bisschen Touch von der Küste halt eben irgendwo mit drin. Ja. Aber dieses honigwarme, wachsig-lastige halt eben. Mit dem Nougat. Das sind so die Hauptbestandteile halt eben, ne? So, das ist so, was ich da größtenteils erstmal habe. Also, das hat sich jetzt auch nicht so stark verändert vom Wasser her, finde ich. Geht halt eben mehr so in dieses Angenehme rüber, dass man sagt, okay, jetzt ist er halt eben wirklich so ein bisschen bedienerfreundlich, dass man da ein bisschen mehr dran riechen kann oder also gleich die Nase gleich zurückzuckt, weil er zu beißig ist, sag ich mal, mit 12 Jahren, okay. Jetzt kommt wieder der Apfel ein bisschen mit durch. Ja. Also der gelbe Apfel, ne? Kein roter Apfel, wirklich ein gelber Apfel. Ein bisschen tropisch vielleicht sogar fast, ne? Von den Früchten her, so würde ich sagen, und das geht so leicht Fruchtbereich noch mit rein. Ja, also macht Spaß ans Riechen. Also er riecht wirklich sehr interessant. Also ich würde da auch gar keinen voll auf den Bunheim tippen. Also der ist schon sehr außergewöhnlich, so kann man es vielleicht sagen halt eben. Ne? Also auf den Bunner würde ich jetzt gar nicht so tippen. Also wüsste ich es nicht, dass das ein Küstenwhisky ist. Man hat ja immer viel, ne, im Kopf, aber also vom Riechen her ist er ziemlich, ja, durch die Fassstärke natürlich irgendwie stark, aber auch mild. Ne? Okay, probieren wir mal. Sláinte. Schiebt gut nach, der Kollege. Die Süße ist da. Aber er ist schon sehr, sehr, sehr kräftig. Also, da kommt mehr dieses salzige, doch eher bunnerlastige, so kann man sagen. Also, Bunnerherben typische durch. Mit dieser Süße und dieser Salzigkeit so ein bisschen.
Ich würde was sagen, geht so in Richtung Algen, also wie man das halt irgendwie vorstellen würde. Und so eine leichte, ja, Bananennote vielleicht sogar halt eben, die ich jetzt zum Schluss habe im Mund, die so verbleibt. Und er steht natürlich ordentlich runter nochmal. Ich könnte ihn, glaube ich, noch ein bisschen mehr verdünnen. Also, ich glaube, Wasser tut ihm da nicht weh. Ich hoffe, ich mache ihn jetzt nicht kaputt. Ich mache ihn nur noch ein bisschen rein. Ich denke mal, ich hätte ihn jetzt immer noch so, also, keine Ahnung, so 54, 53, aber dafür ist er doch schon sehr beißend nicht. Immer noch, also diese Fassstärke halt eben ist halt vom Alkohol leider für mich nicht wirklich schön eingebunden. Also das muss ich halt auch so sagen. Das hat mir gerade auch nicht so gepasst, obwohl ich ihn verdünnt habe. Ich will gar nicht wissen, wie er unverdünnt schmeckt. Mache ich vielleicht nochmal in einem anderen, nicht Video, aber in einem anderen Zeitraum, nochmal privat. Okay. Dann schreiben wir doch wirklich ein bisschen mehr Wasser. Bin gespannt, wie er zum Geschmack ist. Er macht aber auch nicht mehr auf, ne? Also mit 12 Jahren. Also jetzt nur vom ersten Schluck. 160 Euro. Gar kein Fall, ne? Also die Rahmendaten würden da auch schon nicht passen, aber jetzt auch der Geschmack spiegelt das absolut nicht wider, ne? Ja, das ist wahrscheinlich bei diesen Single-Cast-Geschichten dann so. Wie gesagt, ich wollte ihn euch trotzdem vorstellen, auch wenn es ihn jetzt nicht mehr gibt. Und, aber ich dachte mir, ein cooles Video mal von der SMWS auf meinem Kanal kann ja nicht schaden. wie gesagt, ansonsten finde ich meistens die Videos auch eigentlich nicht so toll, wenn ich mir jetzt andere Leute angucke, die das vorstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil oft haben die Leute davon nichts, weil sie es nicht kaufen können, weil sie es halt nicht, beziehungsweise gar nicht nachvollziehen können, was da jetzt genau drin ist, halt eben, ne, welche Nummern und. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich auch in Zukunft keine groß weiteren Videos von SMS geben. Ja, das nur so vorweg. Also er wirkt schon recht frisch und so also diese. So eine schöne Süße halt eben mit dem Holz ein bisschen mit drinne, aber auch diese. Wie soll ich sagen, dieses Tankum eigenlastige halt eben ein bisschen. Aber er schiebt doch ganz schön nach. Also Abgang ist wirklich nicht schlecht. Der hat schon mittellang bis lang Abgang. Das hat ihm sehr gut getan. Jetzt ist er auf einem richtig schönen Level. Also da braucht er wirklich noch eine Menge Wasser dazu, damit er lecker wird. Aber nö. Der zweite Schluck habe ich jetzt ein bisschen zurückgeholt. Das ist dann doch gar nicht mal so schlecht geworden. Also dieses Pfeffrige halt eben, das ist so ein bisschen weg. Und jetzt habe ich eine richtig schöne Komponente mit drin, halt eben auch mit der Banane. Und der Süße und dem, ja, wie gesagt, Ex-Bourbon-Charakter halt eben auch, ne? Das war ja, glaube ich, jetzt hier. Was war das? Ein Refill Ex-Bourbon-Barrel. Mehr holzlastiger halt eben auch mal drin und ja, Salz ist irgendwo für mich im Geruch, Abgang und Geschmack überall vertreten. Ja, das erstmal zu der SMWS. Einen lieben Gruß nochmal an Norm vom Whisky Baba. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Nochmal vielen Dank fürs Sample und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch bei mir das nächste Mal wieder einschalten oder auch einen Daumen nach oben lassen oder ein Abo da, wie ihr wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. 84,